Herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warship. Ja, wie der Kenner vielleicht hier gerade sieht, ja, wir haben die Kolberg schon. Ja, sind fleißig am Kämpfen. Ich habe ein bisschen Offscreen mal gespielt, habe jetzt schon die Kolberg mir geholt. Habe auch schon ein, zwei Schlachten mit der Kolberg, ich glaube eine Schlacht, zwei Schlachten gemacht gehabt. So ein bisschen, also dass wir hier mit der Nassau dann weitermachen können. Genauso wie gesagt, mache ich das ja parallel mit den anderen Schiffen, so dass ich auch noch ein bisschen das Kämpfen weiterhin mache. Und ein bisschen... Ja, besser kämpfen kann. Wir starten eine kurze, schnelle Runde. Ich habe nicht viel Zeit, Mann. Eine kleine Schlacht. Kleine Folge wird das auch, denke ich mal. Ja, sind außerdem hier in den Clan gegangen, beziehungsweise wurden in der einen Schlacht, die ganz cool war, wurden wir eingeladen, genau, einem Clan beizutreten. Habe ich jetzt mal angenommen. Ja, gucken einfach mal. Wie gesagt, war auch mal ganz cool. Jetzt haben wir hier TDHH. The Death, wir haben es sich genannt. The Death, bla bla bla. Ja, müssen wir nochmal gucken. Ist immer schön, wenn man seinen Clan kennt. So, jetzt aber haben wir ja oben nochmal die Namen und allem. Wie gesagt, hier spielen wir mit Mods. Mit Mods, mit guten Mods. Genau. Ja, ansonsten gibt es noch irgendwas zu sagen. Nö. Wie gesagt, ich probiere mich jetzt immer mal ein bisschen mit den Mods aus. Und ja, mal gucken. Bestätige. Jawohl. Wir cruisen mal ein bisschen hier hin. Ja, ich finde auch Schlacht für Schlacht, es spielt sich immer leichter mittlerweile. Man kommt immer besser rein. Ne, ist okay, bestätigt hat er. Man kommt immer besser rein, man kriegt es immer mehr hin. Genau, wir wollten noch mit den Torpedos schießen. Ja. Ich schieße eigentlich meistens mit den Brandbomben. Eigentlich müssen wir da Vollgas geben, ne? Eigentlich ja, brauchen wir Vollgas, wenn wir mit den Torpedos kämpfen. Eigentlich brauchen wir da Vollgas. Jawohl. Genau, ja, Daro. Jawohl. Ja. Wir haben hier noch keinen gefunden. Ja, ich denke, die kommen hier irgendwo. Hier sind die Gegner irgendwo. So, mir wurde auch, wie gesagt, mal ein Tipp gegeben, dass viele auch mal so zoomen und schießen, ne? Also so, dass sie das Geschütz sehen. Gegnerische Streitkräfte entdeckt. Hier in dem Bereich. Dass viele auch ohne... Dass viele auch ohne irgendwie... Oh, das sieht auch cool aus, ne? Gegnerische Schlachtschiff hier. Gegnerischen Zerstörer entdeckt. So, dann schießen wir hier mal einer von Latz. So. Hier sind noch die Berge und... Jetzt Feuer frei. Klein können wir mit Brandbomben ein bisschen attackieren. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Ja, da ist er einfach zu schnell. Na, den kriegen wir. Torpedos direkt voraus! Ah, waren die vielleicht ein Ticken zu früh? Einer muss nur reingehen. Komm, jawoll!
Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Feuern Sie nicht auf Ihre Verbündeten! Jawohl! Nicht mit uns, Kollege. Ja, da müsste rumgehen. Unser Team hat die Führung übernommen. Ja, ich will halt auf jeden Fall. Ah, scheiße, wir haben's verkackt. Ah, Mist. Problem gelöst. Torpedos auf Backbord. Unser Team hat die Führung übernommen. Hauptturm kritisch beschädigt. So, gehört auch mal dazu. Gehen ab. Feueralarm! Viel Glück und ruhige Wasser. So. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Ja, das ist halt immer das Problem. Auf Steuerbord. Ja, und zack. Einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Ja, ich wollte eigentlich, ja, ich habe jetzt hier viel Humbug gemacht. Ich wollte halt, wie gesagt, ich will ein bisschen diese Wassereinbruchsdinger. Ich weiß gar nicht, kann man das auch mit unseren APs machen? Ich weiß es nicht. Jawohl. Und den noch. Auch nicht rein. Ah, da brauche ich noch so ein bisschen das Feingefühl für diese Torpedo. Verstanden. Ja, das war jetzt eine reine Torpedo-Versuchsfolge. Viel zu viele. Unser Sieg ist in Sicht. So. Jawohl. So. Oh, war eine gute Schlacht, war nicht schlecht, ne? Also war echt nicht verkehrt. Klar, ich meine, wir haben halt viel Humbug getrieben, aber gut.
War eigentlich so echt nicht verkehrt. So 10.000, wir haben 3.000. Mittlerweile würde es lang, aber ich will meine freien EP will ich nicht dafür nutzen, so. Also ich will schon auch ein paar Schlachten noch so selbst führen und nicht immer alles damit freien EP kaufen oder freischalten. So. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. So. Ja, auch hier wieder, wir geben mal Gas in der Folge. Wir wollen, wie gesagt, ein paar Torpedoabschüsse. Ich will diese durchschlagende Kraft, beziehungsweise diese Wassereinbruch-Dinger. Und ich will halt mindestens, ich glaube, 5000 Schaden, 10.000 machen. Dass wir halt auch ein bisschen noch diesen Feldzug hier vorantreiben. Die Schlacht beginnt. So. Wir haben einen Aufklärer, der ist auf der anderen Seite perfekt. Wir haben den Flugzeugträger und einen Schwärm bei uns, okay. Das heißt, wir sind in dieser Seite hier eigentlich von der Vorfront, sage ich mal, die einzigsten. Hier, wie gesagt, der ist so die Nachhut und hier hinten haben wir unseren. Genau, gehen wir ganz ins Eck. Also den Flugzeugträger spielt man eigentlich wie ein Schisser. Man fährt einfach ganz hinter. Also muss man ja eigentlich auch, glaube ich, spielen. Da macht ja keinen Sinn in die Mitte. Ich meine, die Flugzeuge fliegen ja da rum. Und da in der Mitte rumzufahren, glaube ich, ist nicht so cool. So. Gegnerische Schlachtschiff entdeckt. Gegnerischen Zerstörer gesichtet. Gegnerischen Flugzeugträger gesichtet. So. Da haben wir zwei Stück. So. Dann fahren wir mal da an die Insel vorbei. Na. Mal ein bisschen, ich guck mal, was wir mit den Jungs anfangen können. Feueralarm! Na, schade. Problem gelöst! Wir stehen hier ganz schön unter Beschuss, ne? So, hallo. Torpedos auf Steuerbord. Torpedos auf Steuerbord! Um die Kiste. So. So. Sehr geilen Schuss. Torpedos auf Steuerbord! Hauptturm kritisch beschädigt! Torpedos so. Auf Steuerbord! So.
knallen uns. Ja, das war's. Ah, da haben wir zu viel gewollt. Das war's. Vorbei. Ja, schade. Wie gesagt, da hätten wir jetzt zu viel gewollt. Wir haben gute Schüsse gemacht. Also jetzt weiß ich auch, wie wir diese Zerstörer am besten machen. Der hier, der ist uns ein bisschen auf den Keks gegangen. Der hier rumgetrieben ist, aber gut. Ja, wie gesagt, wir wollten mal ein bisschen mal testen nochmal mit diesen, mit den Torpedos. Hat leider wieder mal nicht geklappt. Ah, das Torpedoschießen ist immer verdammt schwer. Gut, dann verlassen wir es mal. Ja, war jetzt leider mal nicht. So muss es auch sein. Wie gesagt, war jetzt eine kurze Folge. Das Schiff ist im Gefecht. Ja, wir sind, wie gesagt, daran am Arbeiten, jetzt hier die Kolberg weiterhin zu leveln, beziehungsweise das nächstmögliche Schiff. Und wenn wir das dann fertig haben, gehen wir in die Forschung von dem britischen hier, dann holen wir uns den. Dann schalten wir den einmal komplett frei, dass wir die Flugzeugträger hier uns holen können. Und mit den japanischen. Und dann ist mir noch was eingefallen, genau, das wollte ich auch noch ganz kurz sagen. Und zwar hier, die Deutschen und Amerikaner, habe ich jetzt gesehen, sind die einzigen zwei Fraktionen, die U-Boote besitzen. Die hier U-Boote besitzen. Können wir auf jeden Fall auch noch überlegen, ob wir dann das auch noch irgendwie frei spielen, weil da hätte ich auch noch Bock, mit U-Booten mal ein bisschen rumzutauchen. Aber wie gesagt, es ist noch ein echt mega langer, weiter Weg. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.